Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir senden hier live aus den Katakomben der Asklepios-Klinik Altona. Mein Name ist Axel Arena Avellaneda, ich bin der Chefarzt der Gefäßchirurgie und setze mich seit über 25 Jahren mit den chronischen Wunden auseinander. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, das ich Ihnen heute näher bringen möchte. Mit mir im Studio ist die Frau Puhl, die das Ganze von technischer Seite unterstützt. Beginnen möchte ich mit Umfragen, dass Sie vielleicht die Bedeutung dieser Krankheitsbilder ein bisschen besser verstehen. Jetzt kommt die erste Umfrage. Sie können meines Wissens antworten. Sieht für mich aus, als hätte nur einer abgestimmt. Drücken Sie doch mal A, B, C oder D. Gut, ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen. Es ist so, dass in Deutschland im Jahr 2012 2,7 Millionen Menschen mit chronischen Wunden behandelt wurden und davon 1,5 Millionen, muss man sich mal überlegen, wie viele das sind, hatten davon ein Ulcus cruris oder ein diabetisches Fußsyndrom. Sie wissen oder Sie sehen, das ist ein sehr, sehr wichtiges, häufiges Krankheitsbild. Jetzt kommt eine zweite Umfrage. Es geht darum, dass Diabetiker ein erhöhtes Risiko haben, dass Gewebe am Fuß abstirbt. Und ich möchte Sie bitten, einzuschätzen, um wie viel häufiger das gegenüber dem Nicht-Diabetiker ist. Man kann hier nicht falsch antworten. Okay, das Risiko ist tatsächlich 20- bis 50-fach erhöht und das zeigt, welche Bedeutung die Wunde insbesondere für den Diabetiker hat. Dann würde ich jetzt mit meinem Vortrag starten und das Ganze nennt sich interaktiv. Das heißt also, wenn Sie zwischenzeitlich Fragen haben oder Verständnisschwierigkeiten, können Sie auch zwischendurch fragen. Ich unterbreche sehr gern meinen Vortrag und beantworte das Ganze, weil sonst ist es ein Frontalvortrag und Sie langweilen sich vielleicht. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Also das Thema heute ist die chronische Wunde. Warum ist das Ganze wichtig? Chronische Wunden können wehtun. Das kann sehr aasige Schmerzen machen. Die können sich mit Bakterien besiedeln, dann riecht das ganz übel. Und damit sinkt ihre Lebensqualität beträchtlich. Chronische Wunden führen in einem erheblichen Prozentsatz zu Amputationen. Und sie haben fast immer eine Ursache, die mitzubehandeln ist. Das ist so mit Teil des Vortrags. Es geht nicht nur darum, die Wunde zu behandeln, sondern was steckt dahinter? Wunden können sich infizieren und damit zu einer Blutvergiftung führen. Und letztlich muss man auch sagen, dass die Behandlung der chronischen Wunde langwierig und teuer ist und deswegen nicht alle Behandler gerne sich mit diesem Krankheitsbild auseinandersetzen. Das sind schon spezialisierte Leute, die das machen. Und wie Sie eben gesehen haben, ist ein ganz häufiges Krankheitsbild. Um Wunden zu verstehen, muss ich Sie ein bisschen mit Definitionen ärgern. Das ist ein Bild der Haut und die Haut besteht ganz im Groben aus drei Schichten. Wir haben die Oberhaut, die sogenannte Epidermis. Wir haben darunter die Lederhaut und darunter befindet sich die Subcutis, das subkutane Fettgewebe. Das heißt, wenn Sie die Haut durchtrennt haben, blicken Sie in der Regel auf Fettzellen. Dabei hat die Haut verschiedene Funktionen. Die Haut schützt den Körper vor verschiedenen Dingen. Mit der Haut können Sie wahrnehmen, das wissen Sie, taktile Reize und Schmerzen und Ähnlichem. Die Haut dient der Abwehr von Erregern von außen. Die Temperatur wird geregelt, der Elektrolythaushalt, es werden Ionen abgegeben. Und tatsächlich wird über die Haut auch aufgenommen. Das machen wir uns therapeutisch auch zum Teil nutzbar. Und was ist nun eine Wunde? Klingt eigentlich profan. Wunde bedeutet, Sie haben einen Barriereverlust zwischen dem Körper und der Umgebung durch Zerstörung von Gewebe an der Körperoberfläche. Ist jetzt sehr medizinisch. Es geht einfach dadurch, Sie haben einen Integritätsverlust. Und Wundheilung bedeutet, dass die Haut wiederhergestellt wird durch neu gebildetes Bindegewebe und Epithelisierung. Eine sekundäre Narbe ist meistens nicht ganz so gut wie die ursprüngliche Haut. Letztes Mal war hier Dr. Maus und hat über Narben gesprochen und er hat da schon diese Wundheilungsphasen genannt. Das ist nicht ganz unwichtig, weil je nach Wundphase wir verschiedene Verbände auch benutzen. Wenn sich eine Wunde ereignet, setzt der Körper mit der sogenannten Reinigungsphase in Gang.
Als erstes wird ein Fibringerinnsel gebildet und in Wikipedia stand eigentlich sehr schön, finde ich sehr verständlich, ist ein vernetzter Klebstoff der Blutgerinnung. Das heißt, das Fibrin führt dazu, dass es nicht blutet und das ist hier im Bild gelb gekennzeichnet. Das ist also, wenn Sie so eine Wunde haben, kein Eiter, sondern Fibrin, das vom Körper gebildet wird, um zur Wundheilung zu führen. Danach kommt das Immunsystem zum Tragen. Bakterien und Zelltrümmer werden aufgenommen, das nennt sich Phagozytose. Letztlich fangen die Zellen an, sich zu vermehren und bestimmte Zellen, die sogenannten Fibroblasten, wandern ein. Die sind sehr, sehr wichtig für die Wundheilung. Diese Reinigungsphase dauert am Anfang, wenn alles normal läuft, circa 3 Tage. Danach kommt die sogenannte Granulationsphase, die ist sehr, sehr wichtig. Mediziner möchten, dass sich in einer chronischen Wunde sogenanntes sauberes Granulationsgewebe ausbildet. Es wird hier Kollagen hergestellt, diese Fibroblasten vermehren sich, dann kommen kleinste Gefäße, Kapillare sprießen ein und deswegen ist Granulationsgewebe auch so schön rötlich und in der Regel blutet das auch relativ leicht bei Kontakt, das ist also nicht schlimm. Und dann kommt es dazu, dass die Wunde sukzessive, also nach und nach mit Bindegewebe aufgefüllt wird. Anschließend kommt dann die Epithelisierung. Das bedeutet, diese Zellen, die Fibroblasten, wandeln sich um. Die Wunde verkleinert sich. Und von der Seite her, Sie sehen das mit dem Pfeil, kommt es zu einer Überhäutung der Wunden durch diese Epidermiszellen. Und in der Regel sollte eine normale Wundheilung nach 3 Wochen abgeschlossen sein. Das ist also beim Gesunden. Nach 3 Wochen sollte die Wunde zu sein. Wenn sich eine solche Wunde innerhalb von 8 Wochen nicht verschließt, spricht man von einer sogenannten chronischen Wunde. Das ist das Thema des heutigen Vortrages. Das bedeutet, der natürliche Ablauf der Wundheilung, wie ich ihn eben dargestellt habe, ist gestört. Was bedeutet Ulkus oder Geschwür? Das bedeutet, dass die Wunde mindestens in die Dermis oder sogar bis ins Subkutangewebe reicht. Und Nekrose bedeutet, dass Gewebe abgestorben ist. Der erste Teil, wenn Sie zu mir kommen oder zu einem Spezialisten, ist, dass man überlegt, was liegt der chronischen Wunde zugrunde. Das ist ganz wichtig. Chronische Wunden können ganz viele verschiedene Ursachen haben. Sie sehen das hier mal aufgelistet. Das können Verletzungen sein, Schusswunden, Bisswunden und Ähnliches. Das können tatsächlich klassische Traumata sein. Eben hatte ich nach den Wunden gefragt. Viele der Wunden sind auch posttraumatisch. Wir haben auch als Chirurgen bisweilen Wundheilungsstörungen. Das ist nicht schön, aber auch hieran kann man arbeiten. Infektionen können Wunden machen. Strahlung, vor allen Dingen früher, als man noch viel Strahlung ungezielt benutzt hat. Tumore können Wunden machen, Hauterkrankungen. Und ganz unten stehen die, um die es mir heute geht, die halt die Hälfte ausmachen. Das sind Durchblutungs- und Stoffwechselerkrankungen, die chronische Wunden verursachen. Heute geht es um Wunden der unteren Extremität und neben den eben genannten Wunden gibt es auch sehr häufig sogenannte Dekubitalulzera. Viele unserer Patienten sind bettlägerig und Ähnliches oder sind verletzt und dann liegt zum Beispiel die Extremität auf, man bewegt sich nicht und durch diesen Druck entsteht ein sogenanntes Druckulkus. Typischerweise entstehen die an der Ferse oder aber auch am Kreuzbein und sind sehr schwierig zu behandeln. Das Wichtigste ist, wenn man so etwas hat, dass man da den Druck entlastet. Kommen wir zum Ulcus cruris. Das bedeutet, Sie haben ein Geschwür am Unterschenkel. Die Ursachen sind entweder durch Erkrankungen der Venen bedingt, das venöse Ulcus cruris, durch Erkrankungen der Arterien verursacht, das arterielle Ulcus cruris, oder aber auch gemischt. Und diese gemischten Ulzera sind besonders gemein, weil wenn man das macht, was für die Venen gut ist, ist das schlecht für die Arterien und umgekehrt. Die sind extrem schwierig zu behandeln. Wenn es zu einem venösen Ulkus kommt, liegt die Ursache darin, dass die Venen verstopft sind. Ich erkläre das gleich noch kurz, eine Thrombose. Oder aber sie haben eine Venenschwäche im Sinne von Krampfadern. Die Arterien sind betroffen durch Verkalkung, durch Einengung. Und das Ganze nennt sich dann Schaufensterkrankheit. Und wenn es schlimmer wird, halt das Raucherbein. Dann haben wir das diabetische Fußsyndrom, zum Beispiel als sogenanntes Malum perforans. Und das entsteht unter anderem dadurch, dass die Nerven sich verändern und damit sich die Druckverhältnisse am Fuß
und es damit auch zu einer Umverteilung des Druckes und damit auch zu Wunden kommt. Erkläre ich gleich noch ein bisschen. Also, wenn Sie eine Wunde haben, muss die Ursache so schnell wie möglich abgeklärt werden. Und parallel hierzu, das ist der zweite Teil meines Vortrages, sollte eine moderne Wundbehandlung sollten Sie mit einer modernen Wundtherapie starten, mit Schmerzlinderung und Abheilung der Wunde und letztlich so Steigerung der Lebensqualität. Ich möchte anfangen mit dem diabetischen Fußsyndrom. Sie wissen alle, die Zuckerkrankheit, der Diabetes mellitus, ist eine ganz, ganz, ganz häufige Erkrankung. Und unter anderem ernährungsbedingt nimmt diese Erkrankung weiterhin zu. Das heißt, auch diese Komplikation wie diabetisches Fußsyndrom wird in Zukunft mehr werden. Beim Diabetes sind unter anderem Gefäße und Nerven betroffen. Und das führt an verschiedenen Organen zu Störungen. Am Auge wird die Netzhaut verändert. Das führt zu unscharfen Sehen, der sogenannten Retinopathie. Die Nieren sind häufig betroffen bei Diabetikern. Dann wird die Nierenfunktion schlechter, was im schlimmsten Fall in der Dialyse enden kann. Man kann eine sogenannte koronare Herzkrankheit kriegen, was dann mit einem drohenden Herzinfarkt einhergeht. Dann können aber auch andere Arterien wie an den Beinen betroffen sein. Das nennen wir Makroangiopathie. Dann gibt es die sogenannte Polyneuropathie, das heißt, die Nerven sind betroffen. Und dann haben Sie beim Diabetiker eine herabgesetzte Abwehr, was dazu führt, dass die Leute infektanfälliger sind. Und tatsächlich, das wissen wir aus dem Alltag, die haben schon häufiger Wundheilungsstörungen. Und wenn Sie die letzten drei Punkte nehmen, haben Sie die Ursache des diabetischen Fußes. Das ist das, was die Eingangsfrage war. Das Risiko, dass Sie als Diabetiker tatsächlich abgestorbenes Gewebe am Fuß entwickeln, also eine Nekrose, ist 20 bis 50 Mal höher als bei einem Nicht-Diabetiker. Das ist sehr wichtig, weil Diabetiker oft diese Wunden nicht spüren. Das heißt also, wenn ein normaler Mensch, ein Nicht-Diabetiker, nochmal reagiert auf einen Schmerzreiz, weil man eine Verletzung hat, kann es durchaus sein, dass man das als Diabetiker nicht merkt und das schreitet fort und kommt dann zu einem sehr späten Stadium zum Arzt. Tatsächlich ist es auch häufig, Sie sehen hier die nächste Zahl, ca. 14% aller Diabetiker sind jährlich wegen Fußkomplikationen in ärztlicher Behandlung. Das heißt, die Diabetologen verwenden einen Großteil ihrer Zeit auch auf die Behandlung des diabetischen Fußsyndroms. Reden wir über Extremitätenamputationen. Neben den Traumata ist der diabetische Fuß die häufigste Ursache dafür, dass Beine abgenommen werden müssen. Und was auch erschreckend ist, angenommen, Sie haben schon das Schicksal, dass Ihnen ein Bein wegen Diabetes amputiert werden muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Nekrose, ein abgestorbenes Gewebe am Gegenbein kriegen, 50% innerhalb von 4 Jahren. Das sind erschreckende Zahlen. Ich hatte Ihnen schon gesagt, dem zugrunde liegt die Schädigung der Nerven. Das haben Sie isoliert in ungefähr 30%. Sie verlieren das Schmerzempfinden, Sie verlieren das Druckempfinden und vor allem das Temperaturempfinden. Gar nicht selten erleben wir, dass Leute ihre Füße auf die Heizung gelegt haben und mit schwersten Verbrennungen kamen, die sie nicht gespürt haben. Dann ist es so, durch den Diabetes ändern sich die kleinen Fußmuskeln und damit das gesamte Fußgewölbe. Und durch diese veränderte Belastung des Fußes, die der Diabetiker nicht spürt, entstehen schmerzlose Druckulzera, das Malumperforans. Dann werden beim Diabetes mellitus auch die Blutgefäße betroffen sein. Das ist isoliert in ca. 20% der Fälle der Fall. Es kommt damit zu Zirkulationsstörungen und zu einer relevanten Minderdurchblutung des Gewebes, das sogenannte Raucherbein. Und das führt dazu, dass es nach einer Verletzung zu sehr schlechten Heilungen kommt. Und in ca. 40% haben sie Mischformen. Hinzu kommt, dass Diabetiker halt noch diese anderen Erkrankungen haben. Das heißt, sie sehen vielleicht schlechter und wissen gar nicht, was los ist. Sie sind infektanfälliger und auch Patienten mit Nierenerkrankungen haben eine erhöhte Infektanfälligkeit. Was macht man nun, wenn Sie ein diabetisches Fußsyndrom haben? Das A und O ist Druckentlastung. Wenn Sie eine solche typische Verletzung am Fuß haben, muss der Druck von der Wunde weggenommen werden. Da hilft Ihnen in der Regel ein Orthopädie-Mechaniker mit bei. Sie müssen natürlich den Blutzucker gut einstellen. Sie müssen eine Infektion behandeln, vielleicht mit einer Operation. Antibiotika oder entzündete Knochen müssen entfernt werden. Und wenn Sie Gefäßveränderungen haben, müssen diese auch wieder rekonstruiert werden.
Und dann werden Sie natürlich auch mit der modernen Wundtherapie das Ulkus behandeln. Gerade beim diabetischen Fuß ist es nie nur ein Wundspezialist oder Gefäßchirurg. Das ist ein extrem interdisziplinäres Feld. Und das ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Mir fällt auf, da fehlt der Dermatologe, also Hausarzt, Diabetologe, Gefäßspezialisten, Nervenarzt, Nierenarzt, Röntgenarzt, Gefäßchirurg, Fußchirurg, Orthopädiemechaniker, Wundfachpflege, Podologen spielen da alle eine Rolle und im idealen Fall arbeiten alle zusammen. Ich habe Ihnen mal einen Fall mitgebracht eines klassischen diabetischen Fußsyndroms. Sie sehen links hier dieses sogenannte Malumperforans und der ganze Fuß, sehen Sie, ist hier deformiert und dadurch ist es hierzu gekommen, hat massive Hornhaut und diese Hornhaut muss man regelmäßig abtragen. Der Patient hat eine spezielle Sohle bekommen und was Sie sehen ist, er hat halt hier keine Arterienveränderung. Allein mit der Druckentlastung und regelmäßiger Hornhautabtragung ist diese Wunde innerhalb von 4 Wochen geheilt. Ich komme jetzt zur Venenschwäche, zum Ulcus Corus Venosum. Ein bisschen Anatomie ist hier vielleicht ganz interessant. Der Mensch hat ein sogenanntes tiefes und ein oberflächliches Venensystem. Und wenn Sie gesund sind, fließt das Blut aus den tiefen und oberflächlichen Venen praktisch rückwärts zur unteren Hohlvene und dann ins Herz. Und hierbei ist die Funktion der Venenklappen extrem wichtig, weil normalerweise würde das Blut ja der Schwerkraft von oben nach unten folgen. Aber Sie haben hier diese Klappen. Der Muskel kontrahiert sich. Die Klappen wirken und damit wird das Blut von unten nach oben transportiert. Das ist sehr wichtig, um Krampfadern und deren Bedeutung zu verstehen. Sie sehen hier Beispiele. Hier bei A ist ein gesunder Patient. Sie haben hier die sogenannte tiefe Vene. Sie haben dann hier die sogenannte Vena saphena magna, die in der Leiste beginnt, an der Innenseite nach unten zieht. Und die sogenannte Vena saphena parva, die an der Außenseite nach unten zieht. Und das Blut fließt von unten nach oben. Im Fall B hat sich eine Thrombose ausgebildet. Sie sehen das hier braun. Das führt dazu, dass das Blut nicht mehr hier lang fließen kann, sondern sich seinen Weg über diese oberflächlichen Venen sucht, zum Teil Krampfadern ausbildet. Aber man kann sich vorstellen, es entsteht tatsächlich unten ein erhöhter venöser Druck. Der ist nicht gut. Auf dieser Seite sehen Sie, was passiert, wenn durch Bindegewebsschwäche die Klappen kaputt gehen. Das ist sehr, sehr häufig. Ich glaube, 20% der Bevölkerung haben so etwas, tritt häufiger bei Frauen auf. Die häufigste angeborene Bindegewebsschwäche. Die Klappen gehen kaputt und das Blut fließt nicht mehr von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Und das führt zu Folgendem. Es kommt zu einem Rückstau des venösen Blutes. Der Blutdruck venös im Bein ist normalerweise 20 bis 30 mm Quecksilbersäule und kann, wenn Sie eine richtige chronisch venöse Insuffizienz haben, bis zu 90 mm Hg gehen. Dementsprechend muss man da auch gegenwirken. Es kommt dann dazu, dass durch diesen Druck die kleinsten Blutgefäße kaputt gehen und damit bestimmte Substanzen wie Kollagen, haben Sie eben schon mal gehört, und Fibrin, haben Sie auch schon mal gehört, eingelagert werden. Dann ist es so, dass diese kleinsten Gefäße kaputt gehen und Wasser und andere Substanzen ins Gewebe gehen, insbesondere rote Blutkörperchen. Die werden dann abgebaut. Das Eisen bleibt im Gewebe und führt dann zu ganz klassischen braunen Verfärbungen. Dann ist es so, dass der Gasaustausch nicht mehr richtig funktioniert und tatsächlich die Haut nicht mehr ordentlich mit Sauerstoff versorgt wird. Klinisch macht sich das bemerkbar, wenn es nicht so schlimm ist, Juckreiz oder Schweregefühl, kann aber Schmerzen machen, das Bein kann anschwellen. Sie können Hautveränderungen kriegen, beginnt mit diesen braunen Verfärbungen, die ganze Haut mit Dermis und Epidermis wird dicker. Und das kann, wenn man nicht dagegen wirkt, bis zur Ausbildung von Geschwüren führen. Was machen wir, wenn wir vermuten, dass das Ganze venös ist? Die Diagnostik der Wahl ist natürlich neben einer schönen klinischen Untersuchung, müssen Sie einmal gucken, ob die Pulse da sind. Das können Sie meistens klinisch tasten mit den Händen. Und die Venen lassen sich exzellent im Ultraschall darstellen. Sie können gucken, ob Thrombosen vorliegen. Sie können gucken, ob das Blut richtig rumfließt. Das ist hier rechts einmal dargestellt. Sie sehen hier blau das venöse Blut in der Vene. Und wenn der Patient dann presst, wir nennen das Valsalva, führt das zu einer Flussumkehr in der Vene. Und damit wissen wir, dass das Blut falsch rumfließt. Was machen wir, wenn wir so eine venöse Insuffizienz haben und ganz klar, eigentlich müsste ich es viel größer schreiben, Kompression.
Ein venöses Ulkus braucht Kompression. Das ist, was die Ursache angeht, die Therapie der Wahl. Egal, ob es Krampfadern sind oder durch eine Thrombose bedingt. Sie brauchen Kompression, entweder durch Wicklung, durch eine Pütterwicklung oder dann auch durch einen angepassten Kompressionsstrumpf. Sie sollen, wenn Sie gewickelt, das Bein gewickelt ist, sich auch viel bewegen. Sie müssen gucken, was sind die Risikofaktoren. Und natürlich können Sie Krampfadern sehr, sehr gut behandeln. Entfernen steht hier, man kann die durchaus aber auch mit anderen Verfahren behandeln. Physikalische Therapie bei Schwellung kommt dazu. Und wenn Sie andere Ursachen haben wie Thrombose, kommen auch bestimmte Medikamente zur Blutverdünnung hinzu. Und hier sehen Sie so ein Beispiel eines ganz klassischen Ulcus corus venosum. Sie sehen hier die Braunverfärbung beim Patienten. Sie sehen hier einen Ulcus, Sie sehen hier einen Ulcus. Das war am 26. Januar. Der Patient wurde hier mit einem Schaumverband behandelt und Kompression. Die Haut hat hier ein bisschen reagiert, aber hier ist das Ulcus. Das hier ist auch schon sehr klein geworden, aber Sie sehen, der Zeitraum ist doch ein ganz anderer. Nun kommen wir zu den Arteriendurchblutungsstörungen. Es ist so, dass Arteriosklerose ein sehr, sehr häufiges Krankheitsbild ist. Und dabei kommt es zu Ablagerungen in den Blutgefäßen. Und damit ist der Blutfluss nach unten in den Beinen verringert. Was wichtig ist für uns als Gefäßmediziner, diese Ablagerungen treten, wenn Sie es im Bein haben, oft nicht nur im Bein auf, sondern auch im Herzen oder in den Halsschlagadern. Und damit sind Sie auch gefährdet für einen Herzinfarkt oder für einen Schlaganfall. Rauchen spielt hier eine große Rolle, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und auch Fettstoffwechselstörung. Auch diese Arteriosklerose ist eine extrem häufige Erkrankung. 20-25% der über 65-Jährigen haben das. Und diese Erkrankung wird in 4 Stadien eingeteilt. Und wenn Sie eine Wunde haben, ist das definitionsgemäß ein Stadium 4. Und damit reicht die Durchblutung nicht mehr aus. Und damit muss man diese Erkrankung behandeln. Die Diagnostik sieht dann ein bisschen anders aus. Sie müssen sich die Füße genau anschauen. Sie sehen hier bei diesem Patienten eine winzige Wunde zwischen den Zehen. Und auch wenn die Wunde so klein ist, ist das definitionsgemäß so ein Stadium 4, wo ein hohes Risiko einer Beinamputation besteht. Sie machen eine Pulsuntersuchung und noch andere Dinge. Sie messen den Blutdruck am Fuß. Das ist hier mal dargestellt. Auch hier ist der Ultraschall wirklich hervorragend, um die Gefäße sich darzustellen und Einengung zu erkennen. Es gibt noch weitere Untersuchungen, um die Arterien darzustellen, die sogenannten Angiografien. Sie machen ein Knochenröntgen, ob Entzündungen vorliegen. Sie machen Laboruntersuchungen, auch mit der Frage, ob eine Infektion vorliegt. Sie nehmen einen Abstrich, um zu schauen, welche Bakterien das sind. Und es gibt noch eine Reihe weiterer Untersuchungen, aber darum geht es heute ja nicht. Die Therapie der PAVK ist komplex, besteht im Wesentlichen aus 3 Säulen. Sie sehen das hier mal links. Medikamente gehören dazu. Das sind oft Plättchenhemmer und Fettsenker. Sie sollten, wenn Sie sowas haben, unbedingt aufhören zu rauchen. Sagt sich leichter, als es dann doch ist. Sie können viele der Patienten mit einem Katheterverfahren behandeln. Das nennt sich endovaskulär und geht meistens durch die Haut in lokaler Betäubung. Und wir haben die Möglichkeit, mit offenen Operationen wieder Blut in den Fuß zu kriegen. Das ist jetzt, was die häufigsten, mit Abstand häufigsten Ursachen des Ulcus corus sind. Haben Sie dazu Fragen? Ich warte einfach mal ein paar Sekunden, ob ich im Chat was sehe. Offenbar habe ich mich sehr verständlich ausgedrückt. Keine Fragen. Vielleicht bin ich auch zu langweilig, sind alle eingeschlafen, aber das hoffe ich mal nicht. Jetzt geht es um die moderne, fachgerechte Behandlung der Wunde. Das besteht im Wesentlichen aus mehreren Schritten. Wenn Sie so eine Wunde haben, wo Fibrin drauf ist, das muss weg. Das abgestorbene Gewebe muss weg. Da sind Bakterien drin, das dient nicht der Wundheilung. Und die Entfernung von dem Zeug nennen wir Debridement. Der Begriff wird gleich sehr häufig fallen. Debridement bedeutet einfach, Sie machen eine Wundreinigung und entfernen alles, was da nicht hingehört. Danach sollten Sie das ideale Wundmilieu schaffen. Das bedeutet eine sogenannte phasengerechte Therapie, erkläre ich noch. Sie möchten Granulationsgewebe kriegen und oft sind die Wunden problematisch, weil sie ganz viel Sekret absondern. Das müssen Sie irgendwie in Ihren Verband kriegen, ohne dass die ganze Haut feucht wird und zugrunde geht. Und wenn Sie eine Infektion haben, ist das nochmal ein Spezialproblem. Kommen wir zum Debridement. Ein Debridement, also Entfernung von diesem Zelltrümmern muss regelmäßig erfolgen. Das kann chirurgisch sein, entweder in lokaler Betäubung
Vollnarkose und ich habe Ihnen hierzu mal was mitgebracht, womit wir das machen. Frau Puhl, schalten Sie mal um. Das hier ist ein scharfer Löffel. Ein ganz tolles Gerät, das ist hier ganz scharf. Sie sehen hier dieses kleine Löffelchen. Damit gehen wir in die Wunde herein und holen praktisch dieses Fibrin heraus. Das geht sehr gut, wenn das Geschwür schmerzlos ist, beim Diabetiker zum Teil, kann aber auch sehr wehtun. Und dann wenden wir Narkoseverfahren an. Aber das ist ein sehr wichtiges Werkzeug, um regelmäßig praktisch die Wunde wieder anzufrischen. Wieder zurück zum Vortrag, bitte. Man kann das biochirurgisch machen. Ich hätte Ihnen sehr gerne Bilder mitgebracht, aber ich glaube, das möchte man nicht so gerne sehen. Ging ja auch eine Zeit lang durch die Presse. Tatsächlich ist es so, dass die Madentherapie total gut funktioniert. Die Maden sezernieren Sekrete, die tatsächlich das Fibrin und die Nekrosen auflösen. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Der Gladiator gesehen haben. Als der verletzt war, waren auch Maden auf der Wunde und die führen zu einer tollen Reinigung. Tatsächlich verwenden wir das auch im stationären Alltag. Nicht mehr so häufig, aber bisweilen gibt es dafür sehr gute Indikationen. Und dann kann man ein Debridement auch pharmakologisch machen mit sogenannten Hydrogelen. Ich zeige Ihnen gleich da was zu. Nächstes Bild. Ach, mache ich selbst. So. Wichtig ist mir nämlich, dass diese Debridements nicht nur, weil ich es sage, so gut wirken, sondern da gibt es Studien zu. Und wenn Sie mal schauen, das sind halt Wundpatienten. Wenn das Debridement nicht oft gemacht wurde, war die Heilungsrate gerade mal 20%. Und je häufiger Sie die Wunde reinigen, desto höher ist die Chance, dass Sie die Wunde zur Abheilung kriegen. Also ganz integraler Bestandteil. Und hier sehen Sie die Wirksamkeit. Der Chirurg, die Chirurgie schafft am meisten, danach folgen die Maden. Dann kommt dieses pharmakologische Debridement und die feuchte Kompresse, die tatsächlich der Goldstandard für die Therapie sein soll, macht praktisch gar kein Debridement. Und ich habe Ihnen gerade gesagt, die feuchte Kompresse. Die trockene Wundbehandlung spielt in der modernen Wundtherapie kaum noch eine Rolle. Das sind wenige Indikationen. Wenn Sie eine solche Wunde haben, weiß man, das muss feucht behandelt werden. Und das hier ist so eine Mullkompresse. Wir benutzen die gern, die machen wir feucht mit NaCl, also Kochsalz oder Ringerlösung. Und das kommt auf die Wunde. Das muss allerdings sehr regelmäßig gewechselt werden, so alle ein bis zweimal am Tag. Und braucht auch immer noch so einen zweiten Verband drauf, einen Sekundärverband. Aber man macht nichts falsch mit einem feuchten Verband. Das weiß man schon seit 1962. Problem ist, die Haut mazeriert. Das bedeutet, die wird ganz weich durch die Flüssigkeit. Diese Kompressen nehmen nicht viel Flüssigkeit auf. Deswegen muss man sie häufig wechseln. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal so eine Kompresse auf einer Wunde hatten. Das Abziehen tut asig weh und ist auch ganz schlecht für die Wundheilung, weil Sie gerade die Zellen, die sich da gebildet haben, mit abziehen. Und häufige Verbandswechsel sind teuer und tun weh. Und deswegen gibt es Anforderungen an Wundauflagen, die über die feuchte Kompresse hinausgehen. Diese Wundauflagen sollen Wundsekret aufnehmen, ohne dass die Wunde ausgetrocknet wird. Der Gasaustausch soll nicht behindert werden, das heißt also, Luft soll herankommen. Physikalische Einflüsse davor soll geschützt werden. Krankheitserreger, Bakterien dürfen nicht einwandern. Die Wunde darf nicht verkleben, das heißt gerade der Wunden tun ja weh. Und so ein Verbandswechsel, wenn das verklebt, das ist sehr, sehr unangenehm und der ideale Verband klebt eben nicht. Dann ist es auch so, dass die Verbandsmittel keine Stoffe abgeben sollen, wobei es durchaus manchmal gewünscht ist, wenn wir bestimmte Medikamente, es gibt Verbände mit Ibuprofen zum Beispiel zur Schmerzstillung, aber muss man gucken, macht man sehr, sehr selten. Und was natürlich super ist, wenn die Patienten sich selbst behandeln können. Das heißt, idealerweise bezieht der Wundtherapeut den Patienten mit in die Wundbehandlung ein. Und wenn man das zu Hause machen kann, ist doch viel schöner, als wenn sie in eine Wundambulanz müssen. Das ist jetzt sehr verwirrend. Es gibt nämlich auf dem Markt, glaube ich, ca. 3000 verschiedene Präparate, wie man Wunden modern behandeln kann. Ich habe Ihnen das mal so ein bisschen sortiert. Ist vor allen Dingen für die Kollegen vielleicht interessant, die sich nicht mit moderner Wundversorgung so auseinandersetzen. Es gibt also Verbände, die brauchen nochmal einen Sekundärverband. Das heißt, sie tun was auf die Wunde. Und damit das nicht abfällt oder andere Probleme gibt, müssen wir noch was drauf tun. Zum Beispiel diese feuchte Kompresse, die ich Ihnen gezeigt habe, muss man natürlich irgendwie ankleben, damit die nicht runterfällt.
auch Gasen, ich zeige Ihnen gleich welche, brauchen irgendwas obendrauf. Meistens tut man eine Kompresse drauf oder ein Pflaster. Hydrogele zeige ich Ihnen auch, muss man abdecken, ebenso Alginate und sogenannte Hydrofaser. Dann gibt es aber auch moderne Wundverbände, die man einfach primär benutzen kann oder auf das andere draufsetzen kann. Das sind diese Folienverbände, die sogenannten Schaumverbände oder Hydropolymere und Hydrokolloide. Und dann gibt es noch ganz viele andere Formen der Wundtherapie. Die Unterdruckwundtherapie haben Sie vielleicht schon mal gehört als Vakuumtherapie, sehr modern und hat tatsächlich die Wundbehandlung revolutioniert, ist allerdings nichts weniger was für die ambulante Behandlung, um die es mir heute geht. Dann war eine Zeit lang Silber sehr modern, wobei die Studien zeigen, dass das eigentlich möglicherweise keinen Gewinn bringt. Hyaluronsäure ist sehr modern. Es gibt ganz viele andere Dinge, zum Teil auch schon wieder vom Markt verschwunden. Aber im Grunde muss man sich einfach auf ein paar wenige Dinge konzentrieren. Und das ist so eine Gase. Ich finde, so eine Gase ist besser auf eine Wunde aufzulegen als einfach eine Kompresse. Gase können Fettgase sein. Das wäre zum Beispiel das hier. Ich fasse das jetzt nicht an, das ist nämlich eklig fettig. Danach mache ich nämlich den ganzen Computer schmutzig. Die sind aber sehr schön auf der Wunde und die lassen sich dann auch gut abziehen. Problem ist so ein bisschen, wenn Sie das zu lange auf der Wunde lassen, klebt das fest. Aber das ist schon mal besser, als wenn Sie nur eine Kompresse drauflegen. Dann habe ich hier noch eine Gase, die ich, oder Distanzgitter vielleicht. Das ist sehr schön. Das ist nämlich aus Silikon. Das kommt auf die Wunde. Und Silikon hatte eine Zeit lang einen sehr schlechten Ruf, aber für die Wundbehandlung ist Silikon fantastisch. Weil das scheint zu kleben, aber wenn Sie das auf der Wunde haben und abziehen, tut das nicht weh und es hält toll. Und Sie können so etwas 3 bis 4 Tage auf der Wunde lassen. Also ich bin ein großer Fan von Silikongasen, gibt es von verschiedenen Herstellern. Und das Silikondistanzgitter ist eine ganz feine Sache. Nächstes, machen wir wieder weiter. Hier sehen Sie das mal, wenn man das abzieht, das verklebt nicht und der Patient profitiert, das klebt ganz schön, profitiert maximal. Das sind jetzt Hydrogele. Hydrogele finde ich eigentlich ganz pfiffig. Das sind Zucker, die einen sehr hohen Wasseranteil haben. Und damit kann man tatsächlich, das habe ich auch schon häufiger erreicht, Nekrosen, also abgestorbenes schwarzes Gewebe, auflösen. Und man erspart gerade älteren Patienten damit eine Operation. Das dauert natürlich viel länger, als wenn sie einmal im scharfen Löffel kratzen. Aber es ist sehr sanft und auch solche Hydrogele können Sie durchaus länger drauflassen. Man benutzt es sehr gerne, insbesondere bei granulierenden Wunden und vor allen Dingen auch am Anfang. Und man kann es eigentlich sehr häufig drauf tun. Man muss nur aufpassen, es mazeriert. Und ich wollte Ihnen mal zeigen, wie so ein Hydrogel aussieht. Jetzt sieht man es. Das ist tatsächlich so ein Gel, was man wunderbar auf der Wunde applizieren kann. Und das kann halt 3 bis 4 Tage drauf bleiben. Eigentlich eine ganz feine Sache. Die Wunde wird so praktisch, die normale Wundheilung wird mit so einem Hydrogel gefördert. Dann haben wir Hydropolymere oder Schaumverbände. Das bedeutet, Sie haben, oft ist es Polyurethan, das sehen Sie hier. Dann haben Sie hier eine semipermeable Membran und das legt direkt der Wunde auf. Die Wunde kann damit praktisch ihr Sekret abgeben und das wird dann von diesem Schaum aufgenommen. Idealerweise, muss man sagen, haben wir nur eine sogenannte vertikale Absorption. Das bedeutet, das Sekret wird nur hier in diese Richtung aufgenommen und nicht in diese, weil sonst wird hier die Haut feucht. Muss man gucken, das hängt davon ab. Es gibt etliche Schaumwundauflagen auf dem Markt. Sie sehen hier rechts, das gibt es in verschiedensten Formen hier für das Becken, hier für die Ferse, hier mit Silikonrand und allem. Und ich zeige Ihnen das mal. Das ist so ein Schaumverband. Jawohl. Den gibt es zum Beispiel, also hier sehen Sie den Schaum. Das ist meistens halt Polyurethan und den gibt es in verschiedenen Formen. Den kann man einfach so auflegen manchmal. Dann gibt es welche, die haben auch Silikon oder wie hier, nennt sich Adhesive. Den können Sie einfach drauf tun und klebt. Und das ist natürlich etwas, was Sie als Patient sehr schön selbst machen können. Und auch hier ist es so, das ist ganz anders als so ein Pflaster. Das tut weh. Und Sie sehen, ich habe hier ein paar Haare und es tut nicht weh. Ich mache das ab und es schmerzt nicht. Sind auch keine Haare dran. Also, das ist also eine sehr schöne, sehr patientenfreundliche Art der Wundauflage.
Dann haben wir die Hydrokolloide. Die sind etwas dünner als die Schaumverbände. Das war tatsächlich so die erste moderne Wundauflage nach der feuchten Kompresse. Das funktioniert ein bisschen anders. Sie haben so eine Grundmasse, eine sogenannte Matrix, und da sind Zellulosepartikel drin. Das sehen Sie hier. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie beim Schaumverband. Allerdings sieht das anders aus, weil sich hier dieses Gel mit dem Bundsekret vermischt. Man erschreckt sich immer, wenn man so einen Hydrokolloidverband abnimmt. Man denkt immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja ganz viel Eiter oder so. Ist aber nicht, das ist gewollt. Setzt man gerne ein zu verschiedenen Zeiten der Wundheilung. Der Vorteil ist, es können keine Keime eindringen. So. Machen wir nächstes. Alginate. Alginate sind die besteht aus den Kalziumsalzen Alginsäure. Und Alginate haben den riesen Vorteil, dass sie unglaubliche Mengen an Flüssigkeit aufnehmen können, bis zum 20-fachen des Eigengewichts. Und das Schöne ist, dabei entsteht ein Gel, was die Wunde auffüllt, was wiederum dann auch die Wunde feucht hält. Sie können es in verschiedenen Phasen einsetzen, laut Herstellern, auch wenn es infiziert ist, mache ich nicht so gern, vor allem in der Reinigungsphase. Das gibt es als Tamponade oder flächig. Ich habe Ihnen mal so eine Hydrofaser mitgebracht. Das funktioniert ganz ähnlich. Sie sehen das hier. Das ist eine Hydrofaser. Die nimmt auch sehr, sehr viel Flüssigkeit auf. Ich wollte jetzt hier keine Schweinerei machen, sonst hätte ich Ihnen das einmal gezeigt. Auch mehr als das 20-fache des Eigengewichts. Der Vorteil der sogenannten Hydrofaser ist, dass tatsächlich, wenn es hier feucht wird, am Rand kein Sekret abgegeben wird. Hier sehen Sie mal so ein Beispiel. Hier, das ist eine Alginat-Tamponade. Das wird hier in Wasser gelegt. Und Sie sehen praktisch, wie ein Docht läuft das Wasser ab. Das kann man sich zunutze machen. Und hier sehen Sie eine Hydrofaser, die aufliegt. Und das Wasser hört hier auf. Man muss halt überlegen, da gibt es bestimmte Wunden, da ist ein Alginat besser, bei anderen eine Hydrofaser. Manchmal ist auch ein bisschen Philosophie dahinter, was man lieber mag. Aber das sind sehr potente Verbände, um insbesondere Wunden, die viel Flüssigkeit abgeben, zu behandeln. Kommen wir zur phasengerechten Therapie. Und ich habe Ihnen mal die Wunduhr mitgebracht. Das ist mein alter Kollege Gunnar Riepe, mit dem habe ich in Harburg damals zusammengearbeitet. Und wie gesagt, der macht das auch schon seit 25 Jahren. Der hat die Wunduhr entwickelt. Das können Sie gleich, wenn Sie interessiert sind, schauen Sie es mal im Internet an. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Die Zeiger bewegen sich nicht, aber dieses Diagramm zeigt Ihnen, welchen von diesen vielen Wundverbänden Sie nehmen sollen. Sie sehen hier die verschiedenen Phasen, die ich Ihnen genannt habe. Sie haben die Nekrose, Sie haben Fibrin, Sie haben die Granulation und das Epithel. Wenn Sie halt schwarzes Gewebe haben, Nekrose, sollte am besten chirurgisch behandelt werden oder Sie nehmen ein Hydrogel. Wenn Sie Fibrin haben, wird ein Hydrogel empfohlen und hier hat Herr Riepe Sand und hier Wasser. Hängt also davon ab, ob die Wunde viel Sekret abgibt. Das heißt, wenn sie trocken ist, tun Sie ein Hydrogel drauf. Wenn die Wunde sehr viel Flüssigkeit abgibt, nehmen Sie einen sogenannten Superabsorber. Die nehmen noch mehr Flüssigkeit auf. Tatsächlich ist es auch das Zeug, was in Windeln drin ist. Wir haben das mal auseinandergenommen. Ist eigentlich alles dasselbe, ist nur steril. Sie können hier die Alginate verwenden, wenn es feucht ist. Und hier Hydrokolloide bei Granulation, hier Folien. Auch hier, Herr Riepe weist darauf hin, dass die Wundursache immer geklärt werden sollte. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Leitfaden, wenn Sie anfangen, sich mit der chronischen Wunde auseinanderzusetzen. Was kommt auf welche Wunde drauf? Und ein Wort zur Unterdrucktherapie, auch wenn ich das ambulant sehr, sehr selten anwende, weil es wirklich alles revolutioniert hat. Das Prinzip ist, Sie haben einen Polyurethanschaum, der kommt meistens an eine größere Wunde und dann wird ein Sog angelegt, bis zu 125 mm, geht zum Teil auch höher, manchmal niedriger. Und durch diesen Sog kommt es zu einem massiven Reiz zur Ausbildung von Granulationsgewebe. Der große Vorteil ist, man kann diesen Vakuumverband auch bis zu 5 Tage auf der Wunde lassen. Das ist also sehr schön, auch wenn die Wunde viel Sekret abgibt. Das läuft in so einem Behälter. Sie müssen nicht dauernd zum Patienten den Verband wechseln. Und hier sehen Sie ein Beispiel. Dieser Schaum wird tatsächlich in die Wunde gedrückt. Dann kommt hier so eine Folie drauf und hier so ein Saugapparat wird abgeleitet. Hat wirklich die Wundtherapie revolutioniert und viele Wunden, die früher richtig problematisch waren, kriegt man damit verschlossen. Auch an ganz abgelegenen Stellen, tatsächlich in der Speiseröhre, im Mastdarm, im Bauch, kann man mit so einer Unterdrucktherapie wirklich wahre Wunder bewirken. Warum ist es mir wichtig, dass nicht jeder Wunden behandelt? Es ist einfach so, man muss sich damit auseinandersetzen.
Es ist komplex. Ich habe Ihnen gezeigt, es sind verschiedene Ursachen. Die müssen Sie rausfinden und die müssen Sie mitbehandeln. Und die Beinamputation droht. Und es gab mal eine Untersuchung, da hat man einfach geschaut, wie viel Prozent weniger der Patienten ihr Bein verlieren, wenn sie von einem Wundspezialisten betreut werden und nicht von einem, der davon keine Ahnung hat. Vielleicht haben Sie ja Lust, ich habe jetzt hier keine Umfrage zurückgemacht, in den Chat mal zu schreiben. Also, Sie haben, wenn 100% weniger Patienten ihr Bein verlieren, würde keiner mehr sein Bein verlieren. Bei 0% würde eine Wundspezialisierung keinen Unterschied machen. Vielleicht schreiben Sie einfach mal eine Zahl, wie viele Patienten weniger ihr Bein verlieren, wenn sie in eine spezialisierte Wundeinheit gehen und dort behandelt werden. Mal schauen. Ah, wunderbar. Ich habe hier die erste Zahl. 20% werden genannt. Wer bietet mehr? Okay, 4%. Das würde heißen, dass nur 4% profitieren würden. Ich löse das Ganze mal auf. Reduktion der Amputationsrate über die ganze Welt. 50%, 78%, 56%, 66%, 87%. Die eigenen Daten, wir haben das in Hamburg, ich war lange im UKE, mal ausgewertet. Auch hier 57%. Das ist doch Wahnsinn. Allein dadurch, dass Sie sich thematisch mit der Wunde auseinandersetzen, haben Sie einen maximalen Benefit für den Patienten. Die Wunde sollten Sie echt nicht unterschätzen. Ich bin am Ende meines Vortrages. Und kommen zu den Schlussfolgerungen. Also, chronische Wunden sind häufig. Also, wenn Sie das machen und es gut machen, haben Sie viele Patienten. Sie müssen der Ursache nachgehen. Ich habe Ihnen gezeigt, man kann tolle Wundtherapie machen. Und natürlich kann man dann irgendwelche Alginate auflegen und alles Mögliche machen. Aber die Wunde wird nicht heilen, wenn Sie der Ursache nicht nachgehen. Wenn Sie als Ursache ein arterielles Leiden haben, muss wieder Blut in die Extremität, sonst wird das nichts. Und da haben Sie ein sehr hohes Amputationsrisiko. Haben Sie ein venöses Ulkus, brauchen Sie eine Kompression. Wenn Sie zu mir kommen und ein venöses Ulkus, kriegen Sie sofort eine Pütterbinde und damit beginnt die Therapie. Das diabetische Fußsyndrom braucht sofort eine Druckentlastung, entweder durch eine Sohle, durch Schuhwerk. Es gibt auch den sogenannten Total Contact Cast. Das bedeutet, Sie kriegen eine Gipsschiene, wo der Fuß praktisch gar nicht unten auftritt. Und Sie müssen die Risikofaktoren ausschalten. Und dann müssen Sie sich natürlich um die Wunde kümmern, nicht einfach eine trockene Kompresse drauf. Machen Sie regelmäßig, gehen Sie zu jemandem, der die Wunde häufig debridiert. Das ist ganz wichtig. Sie müssen eine feuchte Wundbehandlung machen. Es gibt etliche Studien, was nun besser ist oder was nicht. Keine ist so richtig eindeutig. Letztlich ist aber der große Vorteil von diesen modernen Wundmaterialien gegenüber der feuchten Kompresse, dass es wirklich ein paar Tage auf der Wunde bleiben kann. Das ist angenehmer für den Patienten. Und ein Augenmerk auf die sogenannte phasengerechte Therapie. Also, es hängt von der Wunde ab, was draufkommt. Und wie ich Ihnen eben gezeigt habe, Spezialisierung senkt die Amputationsrate. Und zum Ende, unser Konzern gibt uns ja die Folien vor. Ich habe mir das nicht ausgesucht, habe ich diese schöne Folie gefunden. Fand ich ganz lustig, weil hier steht, you never walk alone. Ich möchte, dass Sie weiter gut laufen können. Und wenn Sie eine chronische Wunde haben, gehen Sie zu einem Spezialisten, damit Sie weitergehen können. Aber kommen Sie zu uns, walk. Wir haben eine Wundsprechstunde in Altona, in der Gefäßchirurgie. Unten sehen Sie die Telefonnummer. Sie finden auch uns im Internet. Und wenn Sie Verdacht haben auf eine gefäßbedingte Wunde oder ein diabetisches Fußsyndrom, würden wir Sie sehr gerne behandeln. Ich bin damit am Ende und hoffe, dass noch Fragen kommen. Ich meine, immerhin sitze ich hier. Es ist, wie spät ist es? 7:15. Vielleicht fällt Ihnen ja eine Frage ein. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. So, dann schauen wir doch mal, ob Fragen kommen. Also ich habe es zu umfassend erzählt, es treten keine Fragen auf. Haben Sie eine Frage, Frau Puhl? So, ich warte noch 3 Minuten. Ich meine, ich sehe ja, dass Sie anwesend sind. Und wie gesagt, es gibt keine falschen Fragen, es gibt keine dummen Fragen, es gibt immer nur dumme Antworten.
Den Spruch haben Sie schon häufig gehört, aber er ist sehr wahr. Okay. Also eine Frage ist, gibt es noch eine Indikation für eine antibiotische Behandlung der Wunde? Eine sehr weit gefächerte Frage. Ich weiß nicht, ob Sie sich darauf beziehen, ob man Antibiotika auf die Wunde machen soll. Das wird eigentlich nicht mehr gemacht. Ich bin jetzt heute aus Zeitgründen nicht auf die Spülung eingegangen. Tatsächlich sollte man, insbesondere wenn die Wunden Anzeichen einer bakteriellen Besiedlung zeigen, regelmäßig spülen mit Dingen wie Polyhexanid oder Octinidin oder halt mit PVJ macht man nicht mehr so häufig, aber das spielt eine Rolle. Die antibiotische Therapie mit Tabletten oder Infusionen spielt dann eine Rolle, wenn der Körper reagiert. Das heißt also, Sie haben erhöhte Blutkörperchen oder rote, weiße Blutkörperchen oder Fieber oder das sogenannte C-reaktive Proteins erhöht. Dann sollte im Zusammenhang mit der Wundtherapie eine antibiotische Therapie erfolgen. Kann man mit Bananenverletzung ein Wundgeschirrpflaster anwenden? Klar. Wenn Sie mal aufmerksam in Ihre Apotheke schauen, werden tatsächlich Folien und Ähnliches bei banalen Verletzungen angeboten. Das heißt also, Sie haben eine Schürfwunde, können Sie durchaus eine Folie drauf tun. Ist angenehm, können Sie ein paar Tage drauf lassen, da bildet sich Wundsekret, sieht ein bisschen komisch aus, aber sollte kein Problem darstellen. Dann ist die Frage, sind die Sprechstundenzeiten im Internet ersichtlich? Die Sprechstundenzeiten sind zunächst begrenzt. Die haben wie unsere Wunschsprechstunde ist immer mittwochs. Unsere Abteilung ist noch klein, aber wir wachsen. Wir schauen mal. Aber Sie können sich sehr gerne anmelden unter der Telefonnummer. Und soweit ich weiß, gibt es das auch die Möglichkeit, über Samedi online zu machen. Gut. Ich freue mich, dass Sie gefragt haben. Das heißt, Sie haben zugehört. Finde ich total super. Weil ich habe mir auch Mühe gemacht. Das ist nicht einfach mal so ein Vortrag. Den habe ich nämlich von der Pike auf erstellt und freue mich, dass Sie vielleicht ein bisschen Spaß hatten. Und hiermit verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank.